Liebe Koblenzerinnen und Koblenzer, am heutigen Freitag ein aktuelles Update zur Corona-Situation in der Stadt Koblenz. Am Mittwoch dieser Woche waren wir in Koblenz verglichen mit anderen Regionen und Kreisen, Städten in Rheinland-Pfalz an der Spitze, der niedrigste Inzidenzwert. Ich habe mich darüber sehr gefreut. Leider ist in den letzten Tagen der Inzidenzwert auch wieder geklettert, gestern auch wieder über die Grenze von 35. Diese Grenze ist ja nach der letzten Runde bei der Bundeskanzlerin der Wert, der langfristig unterschritten bleiben muss, um weitere Lockerungen auch vornehmen zu können. Deswegen an dieser Stelle, weil wir eben wieder auch steigende Zahlen zur zweiten Hälfte dieser Woche hatten, der Appell wirklich an Sie alle, dass Sie jetzt nicht unvorsichtig werden, gerade wenn das Wetter schön ist. Ich hatte letzte Woche das Gespräch mit Handel, mit Gewerbetreibenden, Einzelhandel, mit der Gastronomie, mit der Hotellerie hier in Koblenz. Dort herrscht einfach eine große Frustration. Die wirtschaftlichen Folgen sind immens und keiner weiß so genau, wie man wirklich aus dieser schweren Krise herauskommen kann. Deswegen sind Öffnungen, nach denen wir, glaube ich, alle lechzen, die wir alle wollen, dringend notwendig und erforderlich. Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat ja die ein oder andere Lockerung auch für die kommende Woche jetzt schon vorgesehen. Und wir werden abwarten, wie die Kanzlerin mit den Länderchefs dann Mitte der kommenden Woche auch entscheiden wird. Aber diese Lockerungen, sie hängen eben wirklich von uns allen ab. Und wenn wir jetzt unverantwortlich sind, dann werden diejenigen, die darauf angewiesen sind, dass sie eben ihrem Gewerbe nachgehen können, wenn die Zahlen niedrig sind oder erst dann reagieren können, wenn die Zahlen niedrig sind, die lassen wir dann im Stich. Und insofern ist einfach wirklich nochmal der Appell, denken Sie an Ihre Familienangehörigen, denken Sie aber eben auch an die Wirtschaft, an den Einzelhandel, Gastronomie, Clubs, die Kulturszene, all diejenigen, die darauf angewiesen sind, dass wir dauerhaft eben die Inzidenzwerten niedrig halten müssen, um eben diese Lockerungen dann auch wieder vornehmen zu können. Ein Hinweis noch, einige von Ihnen, nämlich diejenigen, die Sozialhilfen und Leistungen empfangen, haben von uns einen Brief mit Masken bekommen. Die waren teilweise etwas unkonventionell eingepackt, aber Sie können sich darauf verlassen, wenn es ein offizielles Anschreiben der Stadt gibt, dass diese Masken dann auch entsprechend hygienisch ordentlich untergebracht waren, verschickt und versandt worden sind und dass Sie sie selbstverständlich auch dann entsprechend nutzen können. Und ein zweiter Hinweis zu den Testkapazitäten. Die Bürgermeisterin hat letzte Woche nach den Ankündigungen aus Berlin hier an dieser Stelle gesagt, dass wir ein Testzentrum in Koblenz einrichten, damit eben Sie sich dann auch zukünftig testen können. Dieses Testzentrum wäre auch möglich, wir wären soweit, wir wären startklar, aber die Bundesregierung hat sich ja jetzt anders entschieden. Es wird über vieles momentan diskutiert, auch über die Schnelltests für den Privatbereich, den man überall dann käuflich erwerben kann. Auch da wird es wohl eine Entscheidung nächste Woche bei Bundeskanzlerin und Länderchefinnen und Chefs geben. Und von daher warten wir natürlich auch jetzt mit dem Start unseres Testzentrums hier in Koblenz ab. Sie können sich aber als Koblenzerinnen und Koblenzer darauf verlassen, dass Ihre Verwaltung, dass wir die Vorbereitungen alle getroffen haben, dass es, wenn ein solches Testzentrum dann auch finanziell von seitens des Bundes begleitet wird, dann auch hier in Koblenz möglich sein wird. Und ein Hinweis, auch darauf können Sie sich natürlich verlassen, dass wenn wir jetzt verstärkt auch Impfstoffmengen bekommen, dass wir diese natürlich auch verimpfen werden in den Impfzentren, dass wir die Kapazitäten dort erweitern. Wir haben gestern weiteres Personal auch dort rekrutiert. Also es geht wirklich darum, dass wir dann in der Volllast auch mit dem Impfzentrum fahren werden und Sie, die Bürgerinnen und Bürger, dann auch gerne impfen, wenn Sie das denn möchten. Vertrauen Sie auch wirklich allen zugelassenen Impfstoffen, die es momentan auf dem Markt gibt. Die Prüfungen haben alle ergeben, dass sie hochwirksam sind und insofern sollten Sie nicht unterscheiden zwischen A oder B, sondern wirklich all den zugelassenen Impfstoffen dann auch Ihr Vertrauen schenken. Jetzt wünsche ich Ihnen allen ein sonniges Wochenende. Es soll ja schönes Wetter geben, auch wenn es nicht mehr so ganz so warm wird wie in den Tagen und in der Woche zuvor. Seien Sie bitte, wie eingangs schon gesagt, vorsichtig, übertreiben Sie es nicht gleich, halten Sie den Abstand und genießen Sie trotzdem die Sonne. Alles Gute.